Champions League, der zweite Teil des vierten Spieltags mit den Spielen am Mittwoch. Genau, Leipzig kämpft jetzt wirklich um alles in der Runde und Dortmund muss sich vielleicht wieder Ajax beugen. Ja, diese zwei, die sind ja nicht so die Top-Mannschaften der Deutschen in der Champions League. Kann man ja auch außer Bayern von keiner Mannschaft dieses Jahr in der Champions League behaupten. Und dass Dortmund dieses Spiel gegen Ajax so sang- und klanglos verloren hat, das war natürlich schon ein bisschen überraschend oder auch einfach zu hoch. Und mal schauen, ob ihnen die Revanche gelingt. Aber wir beginnen mit dem AC Mailand gegen Porto, wo man eigentlich dem AC auch in Porto mehr zugetraut hätte. Am Ende haben sie dann 1-0 verloren. Allgemein sind sie aber in der Liga zumindest noch ungeschlagen in Italien nach 9 oder 10 Spielen. Je nachdem, wie das Spiel beim Tabellennachbarn in Rom dieses Wochenende ausgeht, haben wir jetzt noch nicht abgewartet, weil wir unbedingt Bock auf dieses Champions League-Video hatten. Nichtsdestotrotz ist es dann am Ende einfach ein ausgeglichenes Spiel wie im Hinspiel, bei dem das Value natürlich auf der höheren Quote bei Porto liegt. Ja, also Mailand mag sein, dass sie in der Liga top sind. In der Champions League haben sie bisher alle 3 Spiele verloren. Und das kannst du dir nicht leisten, wenn die Gruppengegner Liverpool, Atletico Madrid und FC Porto heißen. Also die Gruppe ist von der Qualität schon Wahnsinn. Und hier sehe ich auch eher die Chance, dass Porto das macht. Du zeigst es gerade an, X2 mit ein bisschen abgedämpften 0,25. Plus Asian Handicap auf Porto wäre eine Verdopplungsquote, würde ich hier eher präferieren. Ich wüsste jetzt nicht, warum Mailand ausgerechnet jetzt im vierten Spiel aufwachen sollte in der Champions League. Mhm. Macht Sinn, das einfach mitzunehmen. Und beim Unentschieden gewinnt man immerhin die Hälfte. Also das ist schon eigentlich eine gute Wette. Hier beide Treffen, nein, wie im Hinspiel wäre eine 2,05. Ich denke aber eher, dieses Mal wendet sich das Blatt, dass Mailand zu Hause treffen kann. Porto kann immer treffen. Und eine 1,86 für beide Treffen finde ich hier auch eine gute Option. Ja. Real, beide Treffen gegen Schachtja Donetsk, weiß nicht so, gab es im Hinspiel auch. Allerdings hat Real das ja klar gewonnen und 5 Tore erzielt. Damit so ein bisschen auch, war sogar ein 5-0, sorry, ich dachte irgendwie Schachtja hätte gewonnen, hat mit Sheriff Tiraspol verwechselt. Ja, Real nach einem verhaltenen Saisonstart jetzt auch in der Champions League hier in dieser relativ machbaren Gruppe dann doch wieder vorne und deswegen auch gegen Schachtja, die noch kein Tor erzielt haben. Klarer Favorit, aber ist dann natürlich immer ein bisschen gefährlich auf so niedrige Quoten. Genau, weil halt dann auch das Asian Handicap bei -1 oder -2 nicht Attraktivität verspricht. Deshalb glaube ich, kann man hier ganz guten Gewissens weitergehen und sich vielleicht auf andere Favoriten fokussieren, weil Real Madrid ist jetzt auch für mich nicht gefestigt oder stark genug, eine 1-2 anzuspielen, wie wir zum Beispiel das ja mal bei Chelsea gestern vorgeschlagen haben oder auch mal bei anderen Teams. Dortmund ist jetzt wieder Favorit. Du sagst, das Spiel ist ein bisschen zu hoch ausgegangen. Das kann man jetzt so oder so sehen. Wenn man die Mannschaftsleistung vor dem Spiel sieht und was die beiden Teams in der Lage sind, imstande sind zu leisten, dann ja, wenn man das Spiel sich angeschaut hatte, hätte das ruhig auch noch 5-6-0 oder so ausgehen können. Also das war ja Wahnsinn, wie Amsterdam Dortmund vorgeführt hat. Aber ich hoffe, dass der Rose jetzt die richtigen Worte findet. Haaland wird ja mit Sicherheit weiterhin ausfallen. Das kann und wird wehtun. Auf der anderen Seite sind dadurch auch die anderen Spieler mehr gefragt und vielleicht gibt das dann so ein bisschen den Extraschub, den Dortmund braucht. Ich hoffe, dass der BVB gewinnt. Ich glaube aber eher an so ein 2-2. Ich glaube nicht, dass Ajax hier 2 Spiele gegen die Deutschen gewinnen kann, aber wetttechnisch ist die Unentschiedenquote schon echt gut. Ja, 3,9 ist aber halt auch der Wunschvater des Gedanken. Wenn man jetzt nur dieses Hinspiel so als Basis nimmt, warum sollten sich die Rollen jetzt krass drehen, dass Dortmund hier leichter Favorit ist? Asian Handicap 0 auf Ajax deswegen mit 2,02 auf jeden Fall eine Option. Wenn man auch davon ausgeht, dass im Hinspiel
haufenweise Tore gefallen sind, können wir auch irgendwie davon ausgehen, dass beide treffen. 1,5 kann man vielleicht mit was anderem kombinieren, als Einzelwette würde ich es nicht machen. Und dass viele Tore fallen, ja, davon gehen jetzt natürlich Gott und die Welt aus. Da brauchst du dann natürlich nicht drauf wetten, weil wer mit der Masse schwimmt, der gewinnt langfristig einfach nichts. Und deswegen das Einzige, ja, muss man sich entscheiden, sieht man Ajax hier besser, dann Asian Handicap 0 auf Ajax. Ansonsten ist dieses Unentschieden mit einer Dritteleinheit natürlich für uns beide eine schöne Sache. Genau. Und ich denke, der Grund, warum Dortmund hier ganz anders auftreten wird, sind die Fans. Liverpool gegen Atletico, das war ein Wahnsinnsspiel. Atletico geht erst 2-0 in Rückstand, gleicht dann nochmal aus und am Ende gewinnt dann Liverpool doch. Und dann gab es ein Eklat, weil Kloppo und Simeone, beziehungsweise nein, Simeone hat dem Kloppo den Handschlag verweigert und sowas ist dann am nächsten Tag in der Zeitung. Das ist ausgerechnet der nette Herr Simeone. Von dem hätte ich das am allerwenigsten erwartet. Aber gut, ich weiß nicht, ist ja auch einfach vielleicht ein Corona-Ding, dass die das bei Atletico ernster nehmen als der Klopp. Also, dass er sagt, ah, sorry, würde ich gerne, obrigado, oder wie man halt auf Spanisch sagt. Und ich will dich hier jetzt nicht infizieren, Herr Jürgen Klopp und so weiter. Ja, aber natürlich ist Liverpool nach diesem Spiel Favorit, vielleicht ein bisschen zu deutlich. Auf der anderen Seite, ja, läuft es bei Klopp und Co. auch ganz gut in der Liga. Manchester United mit 5 Toren heimgeschickt vor 2 Spieltagen. Und nichtsdestotrotz, bei dem Spiel, dieser Sieg im Hinspiel ist ja eigentlich, wie du gesagt hast, hätte auch unentschieden ausgehen können. Und auch in diesem Fall ist es immer so eine Tagesgeschichte, finde ich. Klar hat Liverpool ein bisschen Heimvorteil, aber 4,2 für einen Unentschieden, auch hier mit einer Drittel- oder einer Vierteleinheit, meine Lieblingswette, weil da riskierst du am wenigsten zu verlieren. Und es ist jetzt nicht unrealistischer als jetzt ein Liverpool-Sieg oder ein Atletico-Sieg, so dass wir beim Chancen-Risiko-Verhältnis beim Unentschieden einfach gut rauskommen. Und deswegen würde ich mir hier diese niedrige Quote auf Liverpool sparen und auch jetzt nicht auf Atletico spekulieren. Unbedingt Finger weg vom Liverpool-Sieg, macht keinen Sinn. Sheriff Tiraspol gegen Inter Mailand, da haben wir die Mailänder mit einer 1-3er-Quote drin, aber hier muss man auch nochmal auf die Tabelle schauen. Ich hoffe, die holt sie nämlich her, weil der Sheriff ist immer noch Tabellenerster mit 6 Punkten. Hinter Real. Ja, gut, haben aber den direkten Vergleich gegen Real Madrid gewonnen, oder? Zählt ja nicht über den Toren, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Hm. Auf jeden Fall können sie mit einem Punkt gewinnen, weiterhin vor Inter Mailand bleiben und ich glaube, das ist die Riesenüberraschung und Inter muss dieses Spiel gewinnen, hat natürlich auch die Klasse, um das zu erreichen. Die 1-3 auf Inter finde ich eine Frechheit, weil was soll denn Tiraspol noch alles machen, um hier ernst genommen zu werden? Auswärts gegen Mailand kannst du verlieren, das ist jetzt kein Beinbruch, aber auch hier würde ich eher Finger weglassen, außer du glaubst, dass das Wunder weitergeht und dann könnte man Asian Handicap plus auf Tiraspol setzen. Ja, aber das ist natürlich auch irgendwie albern, deswegen weg mit diesem Spiel. Ja. Und dann Manchester City gegen Brügge, eine klarere Angelegenheit kann es fast nicht geben. Das ist wieder so eine Sparkassenwette, da kriegst du mehr Prozente als bei der Sparkasse, wenn du da darauf wettest. Und sicherer ist das Geld wahrscheinlich auch angelegt als bei so einem Finanzinstitut, wo es ja Negativzinsen gibt. Deswegen, ja, brauchen wir nichts dazu sagen, denke ich. Und dann kommen wir auch zum wesentlich cooleren Spiel, sowohl was das Hinspiel betrifft, als auch, weil es mit deutscher Beteiligung ist. Was erlaube Leipzig, dass die gegen Paris lange 3-2 geführt haben, 2-1 geführt haben und dann natürlich nicht gewonnen haben in Paris. Aber sie haben Herz gezeigt und besser gespielt, als man das nach den ersten Auftritten in der Champions League und auch in der Bundesliga von Leipzig erwartet hätte. Mhm. Herz gezeigt. Sie lagen ja dann wirklich lange auch 2-1 in Front, aber das bringt halt nichts, weil am Ende nichts rausspringt. In der Bundesliga
haben sie dann auch jetzt hinten raus gegen Frankfurt das 1:1 kassiert, obwohl sie da wirklich 85 Minuten unglaublich überlegen waren, hundertprozentige Chancen liegen haben lassen. Also enttäuschende Geschichte, was da Leipzig Woche für Woche bringt. Dann denkt man, dann geht es vielleicht dann doch, aber am Ende des Tages nichts. Leipzig ist aus meiner Sicht draußen in der Champions League. Und ich wüsste jetzt nicht, warum Paris dieses Spiel verlieren sollte. Ja, spricht wenig dagegen. Außer vielleicht die letzten drei Spiele oder vier Spiele in der oder fünf Spiele. Ich meine, das sind ja alles keine besonders massiven, überzeugenden Ergebnisse von Paris gewesen in der Liga. 0-0 gegen Marseille und so weiter und Angers mit einem Tor Vorsprung und sogar gegen Rennes hier, siehst du es nicht, da haben sie verloren. Und deswegen, klar, kann man davon ausgehen, dass Paris auch nicht so krass gut war, wie man das eigentlich von ihnen erwarten würde. Überhaupt, der Messi-Effekt hat sich da noch nicht so gezeigt. Eher enttäuschend, was Paris über weite Strecken zeigt. Messi hat natürlich dann wieder so seine Momente, die sind natürlich immer da. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, 2,23 gegen diese Leipziger, fast schon ein Geschenk der Buchmacher. Muss ja nur mal schauen, wen Paris hat, was für ein Potenzial sie hat und wie viel Champions League Mentalität die an den Tag legen. Und deswegen 2,23 auf einen der Top-Favoriten in der Champions League, egal wie sie in ihrer Popelfax-Liga spielen, eine super Wette. Und dann haben wir noch Sporting Lissabon gegen Besiktas. Da hat Sporting das Hinspiel dominiert und in Besiktas gewonnen. Deswegen sind sie jetzt auch Favorit. Aber in so einem Spiel, wo man beide Mannschaften eigentlich so rein tagesformmäßig, wo man würfeln kann, wie das Spiel ausgeht. Ich habe jetzt keinen Würfel da. Das ist eher Sache des aktuellen Sportstudios, Sportwetters. Und bin gespannt, was da gewürfelt wird, weil alles andere als ein Sporting-Lissabon-Sieg natürlich eine Überraschung wäre, aber die Quote gibt es auch nicht her, deswegen keine Wette in diesem Spiel. Und dann sind wir auch durch. Interessanterweise ein Unentschieden bei Mailand gegen Porto, auf jeden Fall interessant. Bei allen anderen waren wir uns nicht ganz so einig. Unentschieden auch bei Liverpool-Atletico. Und dass Paris gegen Leipzig gewinnt, scheint auch eine gute Wette zu sein bei der Quote. Bei allen anderen eher so tagesformabhängig. Deswegen schreibt eure beste Wette gerne in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und vergesst nicht, wenn ihr eine 1,5er-Quote mitnehmen wollt, haben uns doch Ajax, Amsterdam, Borussia Dortmund beide Treffen gut gefallen.